Ich weiß nicht, ob ich da wirklich rein will. Ich bleib jetzt hier. Hier verhungere ich. Gib mir selbst einen Schuss. Kein Bock mehr auf den Scheiß. Ist mir zu blöd. Für Miranda sind wir nicht mehr als Kinder. Hast du mich erschreckt? Nicht, dass sie sich um uns sorgt. Nein. In ihr ist kein Fünkchen Menschlichkeit. Ich muss sie vernichten. Du und deine Familie sind mir sowas von egal. So, ich habe noch 4 Heilung. Ich habe genug, mehr als genug von diesen Sprenggeschossen. Minen habe ich auch noch 4. Rohrbomben auch genug. Sieht eigentlich alles soweit ganz gut aus. Das stimmt ja. Dietrich habe ich gefunden. Hier finde ich noch Stoff. Hier ist alles soweit fertig. Oh nein. Sieht für mich aus, als würde da jemand rauskommen, wenn ich runter... wenn ich runterspringe. Aber mir bleibt ja keine Wahl. Okay. Gut. Ja, ich bin jetzt gerade ein bisschen ruhiger, weil ich das die ganze Zeit nicht so dauerhaft bequatschen kann. Nein, ich kann... Oh, ihr Ratten.
den, glaube ich, irgendwie ausschalten. Doch, komm schon, Scharfschützenmuni. Die brauche ich jetzt nicht unbedingt dafür. Noch mehr? Warum mache ich mir eigentlich die Mühe? Na komm her, Bubi. Oh. Komm her. Hier bin ich. Oh, der hält aus. Der hielt aber gut aus. Die beiden, also ein... Sniper, aber keine Mine. Ich glaube, ich soll mal mit den Sniper-Dingern fertig machen. Aber naja. Vielleicht haben die nicht damit gerechnet, dass man so sparsam mit den Minen ist, dass man sie hier. Dass man sie hier um sich werfen kann. Ich weiß nicht, ob das so eine schlaue Idee ist. Hier jetzt sehr unsparsam mit den Minen umzugehen. Aber die sind einfach so super. Wer weiß, wie viel Munition die fressen würden. Aber ich kriege auch einfach hier viel zu viel Sniper-Muni. Und ich bin eigentlich, was das angeht, nicht gut. Ich habe auch gesehen, Zoe, du hast jetzt mit Sniper Elite 3 angefangen. Hat dir das Spiel gefallen? Ich finde, es geht. Ist okay. Oha. Alter, wenn das jetzt losgeht, ich glaube nicht, dass ihr das Isens... Explosivgeschoss, ja. Komm schon, ich wäre extra gern noch eine Runde gegangen, nur weil ich es konnte. Karte der Fabrik, obere Bereiche. Okay. Schon wieder ein Secret oder so. Ich bin mir bei der Steuerung auch noch nicht ganz sicher bei davon, ob ich hier, ob ich vielleicht nur Controller oder mit Dingsbums spielen soll. Ah, hier sind wir. Kugelkuck-Killer. Wir müssen wieder zurück in die Gießerei. Wir müssen nicht, aber wir können. Wir können. Zurück in die Gießerei. Vielleicht müssen wir sowieso dahin.
will mich jetzt hier nochmal umgucken. Aber sieht für mich eigentlich safe aus. Bin mir nur nicht sicher, ob mir der WW2-Stil zu eintönig ist. Ich hätte ja Lust auf ein Stealth-Sniper-Spiel mit Shelly und so. Ja, so schlimm fand ich den Style jetzt auch nicht. Aber ich bin halt auch keiner, der Spiele spielt, die das Genre auslutschen ohne Ende. Boah. Okay. Shit, das war knapp. Ach, Turbo-Besuch beim Friseur. Da ich ja beide nicht spiele. War das für mich jetzt nicht so tragisch? Ich weiß nicht, ob ich da runter will. Schon übel, dass die zwei Finger hier auf der linken Seite nicht nachwachsen. Also nicht, das wäre zu offensichtlich, aber es ist schon ein bisschen weird, dass die Ethan da irgendwie ständig damit zu kämpfen hat. Hier gibt es einen Schalter, aber gibt es hier auch noch was zu finden? Das sieht hier so rot aus in dem Gebäude. Justin ist so still, aber hat er sich so... Nicht mehr lange und sie beginnt ihre Zeremonie mit Rose. Wenn es dazu kommt, war's das. Für dein Kind und für das ganze Dorf. Keine Sorge, ich halte sie auf. Mit Rose Hilfe kann ich Miranda töten. Armer Ethan. Du bist der Einzige, der keine Ahnung von ihrer Kraft hat. Du willst Rose? Versuch's doch. Schlüsselkuckkiller. Warte mal. Also, nach dem Ding mit dem Arm hätte ich ihm auch zugetraut, dass ihm die Finger nachwachsen. Ja, das stimmt. Also, es war schon echt weird. Rechter Arm komplett abgeschnitten und dann auf einmal kann das wieder einfach nur mit einer innerhalb von Sekunden mit einer Medizin. Es geht noch weiter. Ja gut, der Unterschied ist natürlich, es gibt schon einen kleinen Unterschied. Und zwar, das eine war ein sauberer Schnitt und das andere wurde ihm ja, glaube ich, komplett abgefressen. Also ich glaube, Ethan hat nicht die Fähigkeit, Gewebe nachwachsen zu lassen. Ich glaube, das wäre zu offensichtlich gewesen. Lass mich raten, ich kann hier den Dicken wieder herholen. Ach, keine Ahnung, es wird wahrscheinlich keine Erklärung geben oder was weiß ich. Ich muss auf jeden Fall zur Gießerei.
Die Frage. OG3. 4. Na, Kleiner? Alter. Der könnte mal seinen Bauchnabel sauber machen. Ich sag's ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass es dafür eine Erklärung gibt. Einfach aus dem Aspekt her. War ja nicht lange genug ab. Das ging dann schon. Das ist eine Zaubermedizin oder was weiß ich. B3. Eins nach oben. Ich habe so das Gefühl, der wird kein Gegner. Der wird sowieso bald sterben. Zeit nimmt mir das ab. Seine Fresserei, seine Raucherei. Seine Anfälle häufen sich. Willkommen. Dementsprechend glaube ich nicht, dass das ein großer... Wie immer, ein ehrlicher, fairer Tausch. Jojo. Boah, immer noch nicht genug. Aber ist die Frage, ob ich das wirklich brauche oder ob ich vielleicht einfach hier ein bisschen Damage rausholen möchte. Mal sehen, was du auf deiner Reise so alles findest. Ja, das stimmt. So, die Frage ist, wenn ich jetzt hier hochgehe. OGM4, das bedeutet, ich muss hier irgendwie runter. Ich mag diesen Propellertyp halt einfach nicht. Gibt's noch irgendwas zu finden? Da würde ich gerne... So, geradeaus und dann runter, genau. Dieses Raddrehen gefällt mir nicht. Okay, so stark sind die jetzt nicht. Finde ich.
So, was haben wir denn hier? Schlüsselkokille. Machen wir erstmal die Kugelkokille. Ich habe nicht die geringste Ahnung, was das bringt, aber ich habe irgendwie Schiss, dass da irgendwas kommt. Wenn das am Gießen ist. Hier sind also seine Experimente. Hier ist noch was. Gerade den Schlüssel muss ich selbst kombinieren. Dass sie hier keine Schublade hingemacht haben, finde ich ein bisschen weird. Weil das ist offensichtlich. Heisenberg-Schlüssel, so. Und was haben wir hier? Schalter. Geradeaus, hier lang. So, spare ich mal ein bisschen von der Muni. Das Schätze, ja, ne? So, kombinieren. Jawohl. Ah, Heisenbergs Hammer. Interessant, interessant. Ich würde sagen, wir kriegen hier nochmal fetten Loot. Das gefällt mir. So, jetzt ist hier noch ein Schalter. Aber der bringt mich eigentlich nur... Hier gibt's auch noch was. Hier ist eine Leiter. Achso, die führt wieder nach oben. Noch. Na gut, dumm gelaufen. Es müsste eine Waffe sein, die man benutzt. Oh ja, vor allem mit den gleichen torähnlichen Kräften oder so, mit Metall oder so. Das wäre cool. Aber es ist ein Schatz. Also von daher wird er schon ordentlich was geben. Die Frage ist jetzt allerdings, was machen wir als nächstes? Ich müsste eigentlich zurück zur Gießerei. Aber die sind jetzt alle weg. Gießerei. Dann hier rein.
Da ist ein Schalter. Ich weiß nicht, ob das was wert war. Einer von denen steht doch bestimmt wieder auf. Operationssaal. Blend. Ja, ich habe von allem recht viele. Ich verstehe. Gibt's noch was? Das erinnert mich an Resident. Das erinnert mich so ein bisschen an Resi 4. Operationsprotokoll Wiederbelebung. Versuch. Objekt ist Oscar, Stalljunge, 20 Jahre alt. Viel betrunken in einen Brunnen. Körper in gutem Zustand. Brustkorb geöffnet. Entferne Herz und lebenswichtige Organe. Implantiere Kontrollgerät. Aufgezeichnet. Cardo haftet sich an das Nervensystem an. Schnellere Verarbeitung als zuvor. Es war offensichtlich genau das Richtige, den Meta-Albumin-Anteil im synthetischen Blut zu erhöhen. Leite jetzt Strom durch den Hirnstamm. Spannung 6600 Volt. Na los. Man muss es klappen. Ja. Ja! Großartig! Meine Kreation! Endlich! Endlich krieg ich dieses Miststück dran. Protokoll Ende. Also der Hass auf die Mutter Miranda ist real. Hier muss noch irgendwas liegen, aber was? Ne. Wunderbar. So, ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt lang muss. Sag ich ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Nee, hier war ich schon. Ist ein bisschen, die Fabrik ist ein bisschen arg verwirrend. Da war das Schloss angenehmer, muss ich sagen. War nicht ganz oben noch was für die Eisen? Eine Tür. Warte mal. Erdgeschoss. Untergeschoss 2. Hier sind noch einige Dinger rot, aber irgendwie verstehe ich das auch nicht so ganz. Untergeschoss, Untergeschoss Mittelweg 2. OGM 3, da sind wir. OGM 4 sind wir. Untergeschoss 4.
Untergeschoss 5. Gibt's nicht. Also hier steht nichts mehr für die Heisenberg-Tür. Aber ich weiß, was du meinst. Ich meine, ich hätte da Frachtraum und so ein Kram. Hier vielleicht. OG1. Das bedeutet, wir müssen geradeaus, dann rechts und dann runter oder hoch. Hoch. Zu dem Dingsbums erstmal. So, das war ja was da. Also dieses Propeller-Ding. Warum versuche ich es überhaupt? Keine Minen mehr. Ich würde sagen, das reicht. Ich hätte vielleicht auch andere Sachen nehmen können. Vielleicht doch ein bisschen den Platz nutzen sollen und vielleicht damit ein bisschen was machen. Na gut. So, ich muss hier hin. Das bedeutet, ich muss irgendwie in diese Richtung. Geradeaus. Ja, hier gibt es ja nur einen Weg. Ja, mach ich mir keine Gedanken hier mit Brüllerminen und so ein Geschiss. Oh, die Teile sind hier echt gemein, weil die eigentlich richtig ins Ambiente passen. Und dann findest du die ganz schnell mal. Meh. Etwas kaufen. So, das kann ich verkaufen, das kann ich verkaufen. Das. Und Heisenbergs Hammer, jawohl. Davon willst du dich trennen? Nein, nein, ich kaufe es dir gerne ab. Ja, Heisenbergs Hammer interessiert mich jetzt nicht. Wollen wir? Damit komm. Kannst du ganze Herd. Damit kann ich ganze her, was? Wenn du willst, kann ich deine Waffen aufrüsten. Gegen eine kleine Gebühr, versteht sich. Ah, ist jetzt die Frage. Das wäre natürlich ganz gut. Damage. Ah, schon gut. Das war's. Damage, Damage. Schaden, 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 Schaden. Jetzt die Frage, was will ich kaufen? Will ich nochmal eine Rohrbombe kaufen? Nein, eigentlich nicht. Hals- und Beinbruch. Auf jeden Fall. So,
Untergeschoss 4 gibt es noch was. Ich muss aus der Fabrik entkommen. Hier gibt es noch irgendwo... Da kann ich nicht hin. Ins Untergeschoss 2 müsste ich. Ich müsste mich eigentlich ins Einer teleportieren. Dann hier hin. Da runter, Lüftungsschacht. Und dann kann ich hier runter... Warte mal. OG4. Da könnte ich hin Richtung Maschinenraum. Aber auf der anderen Seite interessiert mich das eigentlich wenig. Ins Erdgeschoss komme ich nicht, aber ich komme in den ersten Stock. Und dann wahrscheinlich in den Frachtraum. Stimmt auf der einen Seite, wir benutzen es kaum, ne? Alter Schwede. Der hat eine Männerbrust. Hier gibt es noch so viel zu entdecken. Na ja, komm, ist egal. Ich weiß nicht, ich finde das Schloss viel schöner. Habe ich noch ein paar Minen? Ja. Ich habe auch noch explosiv geschossen. Ich kann alles brutzeln, was ich will. Das ist schon mal gut. Bist echt eine harte Nuss. Ja, ne? Aber genug geplaudert. Zeit für deinen Abgang. Du kannst es hören, oder? Das habe ich mir schon. Wartet auf dich. Das habe ich mir schon gedacht. Modellsturm, habe eine billige Propellerturbine verbaut, aber möglicherweise den Reaktor-Output zu hoch eingestellt. Denn Modell stürmt fortwährend vorwärts und ist unmöglich zu kontrollieren. Von vorne durch nichts zu beschädigen. Allerdings hat der Depp es fertiggebracht, sich am Propeller seine eigenen Arme abzusägen. Außerdem Überhitzung bei zu langer Laufzeit. Auf ganzer Linie ein Misserfolg. Ah, der überhitzt, wenn der zu lange rumeiert. Das bedeutet, wir müssen wahrscheinlich wieder müssen wir mit Landminen arbeiten. Lass mich raten, wir müssen ihn irgendwie so ein bisschen beschäftigen. Damit er halt mal eine Zeit lang irgendwie die Ruhe hält. Warum ist das hier? Damit er eine Zeit lang die Ruhe hält und dann können wir feuern. Ich würde gerne beim Specki nochmal speichern. Okay, bei zu langer Laufzeit Überhitzung. Ich verstehe. Ich verstehe. Wie soll ich denn da entkommen?
Oh, Kacke. Bis nie wieder. Wie? Das war's. Okay. Jo. Alles klar. Ja, doch, das stimmt. Also schlecht war der jetzt nicht. Beengter Raum hat mir ein bisschen... ein bisschen Druck auf die Blase gemacht. Aber an sich war der okay. Also cool gemacht. Ich glaube, auf einem schwierigeren Grad. Boah, ich hab viel zu wenig Kohle. Die Sicherstellung von Waren hat Oberst... Mal sehen, was du auf deiner Reise so alles findest. So, Heisenberg. Ich würde sagen, dein Bubi ist Geschichte. Naja. So, hier gibt's noch irgendwo was. Die Frage ist nur, war das vielleicht eine dumme Idee? Jetzt werden wir nochmal mit Minen beklöppelt. Habe ich nicht eben gesagt, ich habe zu wenig Pistolenmunition? Da fragen wir das mal nicht. Und jetzt haben wir auch alles. Wunderbar. Das bedeutet geradeaus. Hierhin und dort. Oh. Okay. Was habe ich denn noch? Von welcher Munition habe ich denn zu wenig? Eigentlich gar nichts. Sieht alles ganz gut aus. Gibt es hier noch irgendwas? Zigarre. Miranda ist einfach widerlich. Ihre Falschheit kennt keine Grenzen. Für sie sind wir nichts als ein paar missglückte Kadu-Experimente. Wenigstens hatte ich etwas mehr Glück mit meiner Kompaktibilität als die anderen Deppen im Dorf. Deshalb darf ich mich auch Sohn von ihr nennen. Was für ein Witz. Ich werde ihr nie vergeben, was sie mir angetan hat. Das kranke Miststück hat sie doch nicht mehr alle. Sie sieht keinen Unterschied zwischen Experiment und Familie. Sie hat nicht nur meinen Körper verändert, sie hat auch meine Würde genommen. Wenn ich sie nicht vernichte, wird mein Leben niemals mir gehören. Aber so gestört sie auch sein mag, sie ist stark. Dank der Mega-Myzeten kann sie jede Gestalt annehmen. Meine einzige Chance, ich kann sie jede Gestalt annehmen. Jede Gestalt. Hat Chris wirklich die Rose entführt? Meine einzige Chance ist dieses Bulk Rose. Wenn ich mir ihre Macht zu eigen mache, könnte ich vielleicht, wo wir schon dabei sind, ihr Vater, Ethan, hat interessante körperliche Eigenschaften. Vielleicht kann ich ihn dazu bringen, mir anzuschließen. Vater Ethan hat interessante körperliche Eigenschaften. Okay. Da bin ich mal gespannt. Aber ich meine, auf der anderen Seite schon, ne? Also, der hat schon ein paar interessante körperliche Eigenschaften. Der wurde schon halb aufgefressen, überall angeknabbert. Das Einzige, was der wirklich dauerhaft an
Problem hat. Ich meine, auch beide Hände, ne? Die wurden ja auch schon irgendwie beim Ethan mal. Er hat schon Regenerationsfähigkeiten bis zum gewissen Grad. Und das nicht nur an der Hand, sondern der hat auch schon einiges an Blessuren abgekriegt, die jetzt nicht mehr zu sehen sind. Hier gibt's noch was, ja. So, Frachtraum und was ist hier? Hier gibt's auch noch was. Hier gibt's bestimmt auch noch so einen kleinen... Ich habe immer noch keine Ahnung, was es mit diesen Dingern auf sich hat. Ich berate, wir müssen jetzt den Heisenberg klatschen. Was sieht danach aus? Ich finde es eigentlich schade. Ich hätte eigentlich, ich fände es cool, wenn der uns wirklich gegen die Mutter Miranda helfen würde. Weil der jetzt auch nicht unbedingt keine Sachen hat. Der Hass gegen Miranda ist schon real, das muss man ihm sagen, beziehungsweise das muss man ihm lassen. Da passiert doch gleich bestimmt irgendwas. Oder so, ja, so ein Entscheidungspfad. Willst du jetzt oder nicht? Vielleicht hätte man auch mit dem Heisenberg und dem Ethan zusammen, ohne die Tochter zu opfern, was machen können. So ein bisschen die Entscheidungs... Dahin müssen wir. Hier gibt's auch sonst nichts mehr. Ja, das ist die normale. Ich glaube, jetzt sind wir langsam draußen. Diese Magnetofähigkeiten sind echt nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht, Winters. Du bist hartnäckig. Aber meine Rebellion wartet. Und du bist mir im Weg. Irgendwie hatten bis jetzt alle eine Verwandlung. Außer die kleine Bastard. Puppe.